Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Dark Souls. Erstmal voran, frohes Neues und ich hoffe, ihr habt die Feiertage gut genutzt. Ich bin, hab mir sozusagen eine kleine Pause gegönnt, denn ich denke mir, über die Feiertage ist Familie angesagt und da spiele ich halt nicht so viel. So, wir machen direkt weiter. Beim letzten Mal sind wir hier irgendwo hängen geblieben. Ich versuche hier jetzt mal durchzukommen, was ja geglückt ist, aber leider bin ich doch gestorben da zum Ende hin. Gucken wir jetzt nochmal. Ah, guck mal da, da ist schon einer. Ah, du magst das hier. Das war uncool gerade. Aber was soll's. Hier ist noch was. Egal, wir testen es trotzdem. Wir müssen ein bisschen rantasten. Ich muss ja auch mal wieder reinkommen in das Spiel. Denn wie man gemerkt hat, bin ich ein bisschen draußen. Da die ganze Zeit meine ganze Energie drauf zu verballern. So, hier sind aber ordentlich Gegner, man sieht. Das ist gar nicht so leicht, da überall durchzukommen. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas war. Oh, Mist. Oh, schade. Da hätte ich noch einmal abwehren müssen. Dann hätte ich ihn geschafft, glaube ich. Naja. So, ich teste mich kurz durch. Ich schneide das Video, falls wir irgendwie nicht weiterkommen sollten, so richtig. Wundert euch nicht. Komm. Das ist ja blöd. Ah, was mache ich? Gift, 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 Gift. Das war dumm, das war dumm. Okay, ist auch blöd. Ah. Wie man merkt, bin ich echt aus der Übung mal wieder. So, oh ja. Also wir haben wirklich alles verloren hier gerade. Ist oben hier auch irgendwas? Nee. Naja. Ist da irgendwas in diesem Wagen drin? Ich letztes Mal gar nicht geschaut, ne? Das sieht aber nicht so nah raus. Gut, dann gehen wir jetzt hier hinten links. Ja, ich kann nicht trinken. Testen. Ist auch klar, so wie ich es will. So, das sind meine Lebenserwartungssachen. So, die können wir uns schnell mal holen nochmal. Was? Nein. Okay. Okay.
Erstmal sind wir da unten längs gegangen. Diesmal gehen wir hier oben einfach mal längs. Alle Gegner mal antesten hier. Zumindest ist ja etwas, was wir einsammeln können. Oh, eine kleine Titanenscherbe. Nicht schlecht. Hurra für Wald. Hurra für... Ich finde diese Kommentare wirklich sehr nutzlos. Ich weiß, man kann nicht so richtig was eintragen, weil es ja international ist und immer nur so kleine Bausteine sind, aber... Ach, ich weiß nicht. Ab und zu hilft es mal gar nicht. Da ist noch einer. Oh Gott, Mann. Zu mir kommt. Oh, ah, und er kommt zu mir. Hat mir echt blutig gehauen, wollte ich sagen. Gut. Shit. Okay, das war's, das war's. Da komme ich nicht, da komme ich nicht raus. Na, macht aber nichts, macht aber nichts. So. Noch einmal das Ganze. Mann. So. Langsam nervt's. Kann auch auswendig langsam alles hier. Und so oft hier diesen Weg gelaufen ist. Aufwacht und mir die ganzen Seelen wieder wegnimmt. Das wäre natürlich echt ärgerlich. Hat aber nicht. So, jetzt müssen wir nochmal hier durchkommen, oder nicht? So schwer ist es doch nicht. Okay.
Nein, 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 ja, ist nicht vergiftet. Blöder Typ. Okay, Vergiftung ist schlecht. Ich kann mich, habe ich da irgendwas, womit ich mich heilen kann? Ich weiß es nicht. Ah, ich muss schnell gucken. Ah, bringt mir gar nichts. Ausdauer wollte ich jetzt eigentlich gar nicht machen. Warte mal. Irgendwas hier. Ich weiß nicht mehr, was vergibt es und was nicht vergibt es, muss ich zugeben. Ach, das ist ja blöd. Nee, ist das doch total blöd. Wieso hab ich denn nichts, ey? Wieso hab ich denn nichts? Die lassen wir da hinten mal kurz in Ruhe. Wir müssen mal gucken, ob wir irgendwas. Irgendwas. Hab ich nichts im Inventar? Von. Das. Repariert aus großen Waffen, ja. Warten, bis das Gift aufgehört hat, da, ne? Das ist natürlich echt blöd. Ja? Ich hätte gedacht, dass ich irgendwas habe. Aber das müssen wir gut zu wissen. Dann müssen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal jetzt irgendwas holen. Weil sonst wird es irgendwie echt immer eine enge Kiste für uns. Unten wird benötigt. Was ist denn da unten? Ist das etwa Rundumschlag? Umso mehr ist das etwa Nahkampf? Ne? Ich verstehe diese Nachrichten nie. Gibt's bestimmt irgendwas, aber ich weiß nicht, wie ich da runterkomme. Also eine Rolle, klar. Aber dann liege ich nachher da oder fall daneben und dann bin ich tot. Also ich würde sagen, wir müssen uns erstmal um die beiden Typen da hinten kümmern. Weil die sind, glaube ich, am wichtigsten. War auch ein bisschen blöd, da reinzurennen, aber irgendwie müssen wir ja auch da durchkommen. Das war ganz schnell auch ein langer Anfang, Gift, ne? Muss man einfach mal sagen. Da sind ja noch zwei von diesen Figuren da unten. So, und viel Zauber habe ich auch nicht mehr. Das heißt, ich muss sie bekämpfen, ne? Wird benötigt da unten. Wollen wir mal ausprobieren? Okay. Trinken wir was? Ein Hund. Boah. Ah! Scheiße, ey. Morns Ring? Was immer das ist? Und Folieren von Karim. Okay, keine Ahnung, was das ist. Wir testen mal. Foliant. Hohe Wunder von Karim lernen. Ah, okay. Was ist das? Eine Ausrüstung? War da eigentlich so ein Ring?
Morns Ring, versteckt Wunder. Ah. Versteckt Zaubereien. Erhöht maximale Treffer, ja. Okay. Erstmal. Wir sind jetzt hier unten. Jetzt müssen wir wahrscheinlich uns wieder hochkämpfen. Was echt blöd sein wird. Da werden wir wahrscheinlich sterben. Bei dem Versuch. Quatsch, hier unten ist der eine. Den wahrscheinlich auch noch töten da, ne? Der ist da hinten. Wir gehen mal hier durch. Da ist ein Leuchtfeuer. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir rasten auch gleich mal im Leuchtfeuer. Sicher ist sicher. Hui, ui, 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 ui. So, wir reisen auf jeden Fall einmal ganz kurz zum Feuerwandschrein. Oh, ein bisschen Stärken bekommen. So, da hinten ist die gute. Oh, das war versehen. Oh, scheiße, Alter. Okay. Gut. Reden so. Hätte ich die beide umgebracht, ey. Very well. Then taken. So. Dann mal aufsteigen hier. Geschicklichkeit machen wir nochmal. Und dann haben wir bestimmt noch ein paar Seelen gesammelt. Farewell, Ashen One. Ja. May the flames guide thee. Naja, schnack du mal. So, also wir haben ein paar Seelen eingesammelt. Die müssen wir hier. Seele von Wort von Wort. Ich würde ich jetzt noch nicht nutzen wollen. Ich Angst habe, dass man damit irgendwas machen kann noch. Was werden wir denn daraus finden? Mehr habe ich gar nicht eingesammelt hier. Okay, so viel haben wir gar nicht anscheinend eingesammelt, aber das macht nichts. Gucken, ob sie was Gutes hat noch bei uns. Dass sie irgendwas gegen gibt. Gucken, ob wir das verkaufen können hier bei ihr. Hier, ne? Jetzt habe ich nichts gesehen. Geht natürlich langsamer dadurch, aber Kapuze ist an sich ja gar nicht so verkehrt, ne?
Ja, mal gucken. Na, die Rüstung lassen wir nochmal drin. So, aber was hat sie denn zu kaufen? Hier. Handvergiftung, das wäre doch nicht schlecht eigentlich. So, kommt er zweimal. Einfach nur sicherheitshalber, falls wir nochmal in eine Giftsituation kommen. Dass wir das irgendwie regeln können. So. Nein! Sag mal, wieso mache ich das denn immer? Warum kann man denn sein? Waffe verstärken können wir glaube ich noch nicht, ne? Ein Zauberstab auch nicht. Waffe durchwirken, können wir da irgendwas? Nein. Waffe sind variieren. Das nicht so variieren. Be careful. So. Aber wir können jetzt auf jeden Fall noch mal kurz. Wollte mal kurz ins Inventar gehen. Macht es Sinn, da nicht wirklich die Rüstung zu tauschen? Ist hier denn einer, der mir beim Zauber noch mal helfen kann? You're an unkindled, aren't you? I am Sirith. Duties we each bear. I doubt we've much to gain. Blessing of the moon upon you. Ah, okay. Du ja auch nicht, ne? What a asking for talking. Da ist er. Oh, I would do it. Then shall we begin, bearer of the dark side? Ich muss gucken, mit wem ich diesen Poliant da benutzen kann. Das weiß ich nämlich auch noch nicht. Aber ich würde einmal in mein Inventar reingehen und gucken, ob ich nicht doch vielleicht meine Ausrüstung ein bisschen ändere. Kann ich das nicht? Wieso kann ich das nicht? Stehe ich irgendwas nicht? Muss man dafür irgendwas Besonderes können? Oder muss man dafür Bandit sein, dass es nur dann geht? Das kann natürlich auch sein. Ja, bin ich auch nicht. Okay, was ist denn mit dem Ring? Morne diente Göttin Geiter und wurde später zum Apostel. Also beide setzten sich für die Leidenden ein, um ihnen Trost zu spenden. Oh. Nun gut. Falls jemand zuschaut und mich erleuchten kann, sagt mir mal Bescheid. Wie das ist, ob es wirklich nur ist, dass ein Bandit das anziehen kann oder ich einfach zu blöd bin und irgendwas übersehen habe. Naja. So, wir reisen jetzt nochmal zum
wo wir hin wollten, hier zur letzten Stelle. Halt fest, denn da stehen ja auch zwei, drei Leute. Mal sehen, was die von uns wollen. So, reden wir mit den beiden. Oh, hello. How do you do? Ah, this is Horace, a friend and traveling companion. Are you too in search of the Lords of Cinder? We are well along the road of sacrifices. Below us is the Crucifixion Woods. Beyond the flooded woods lies Farron Keep, home of the Undead Legion. Further yet is the Cathedral of the Deep. We seek the cathedral, home of the grim Aldrich. We may go our separate ways now, but we are both seekers of lords. The next time we cross paths, one may find the other in a time of need. Okay. May the flames guide your way. Okay. Der redet nicht wirklich viel. So, okay, aber bevor es weitergeht beim nächsten Mal, machen wir hier schon mal Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Tschüss.